Basics für Erstis. Dein Campus. Wo du was findest, analog und virtuell. Damit du dich zu Beginn des Studiums an der Hochschule Coburg gleich gut zurechtfindest, schauen wir uns jetzt mal an, wo du was findest und wie du was erledigt kriegst. Abteilung Studienangelegenheiten. Mit der Abteilung Studienangelegenheiten hattest du schon zu tun. Dort wurde nämlich deine Bewerbung bearbeitet, dein Zulassungsbescheid ausgestellt und deine Einschreibung abgewickelt. Die Abteilung Studienangelegenheiten bleibt aber auch weiterhin wichtig. Wir sind zuständig für die Rückmeldung, wir beantworten formale Fragen zum Studiengangs- oder Hochschulwechsel, wir bewilligen Urlaubssemester, stellen Bescheinigungen und das Abschlusszeugnis aus sowie die Urkunde. Außerdem sind wir zuständig für Unfallmeldungen, was aber zum Glück nicht ganz so häufig vorkommt. Zu finden ist das Büro auf dem Hauptcampus in Coburg, dem Campus Friedrich Streib, im sogenannten Servicegang. Dort findest du auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Prüfungen und Praktika zuständig sind. Wenn es um Fragen zum Prüfungsrecht geht oder wenn es Unklarheiten zu Ihrem Notenblatt oder bei der Prüfungsanmeldung gibt, sind wir für Sie da. Auch in Situationen, in denen Sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Prüfung abmelden müssen, können Sie sich an uns wenden. Darüber hinaus sind wir Ansprechpartner bei allen formalen Fragen zum Grundpraktikum oder zum praktischen Studiensemester. Gerne helfen wir noch weiter. Deine Fakultät. Bei vielen Fragen, bei denen es konkret um deinen Studiengang geht, können dir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deiner Fakultät weiterhelfen. Zum Beispiel bei Fragen zum Stundenplan, zu Inhalten des Praxissemesters, zu Seminar- oder Bachelorarbeiten, zu Sprechzeiten von Profs und Dozierenden. Dafür wendest du dich am besten an das Sekretariat oder die Studiengangs- und Fakultätskoordination. Bibliothek. Was du auf jeden Fall irgendwann mal brauchst, ist Fachliteratur. Spätestens, wenn eine Seminararbeit, ein Referat oder die Bachelorarbeit ansteht. Die Zentralbibliothek der Hochschule Coburg befindet sich auf dem Hauptcampus in Coburg, im IT- und Medienzentrum, kurz ITMZ. Eine Teilbibliothek gibt es am Campus Design, mit der Fachliteratur, die für die Studiengänge des Bereichs Bauen und Design wichtig ist. Das umfangreichste und vielfältigste Angebot gibt es selbstverständlich in der Zentralbib. Bei uns in der Bibliothek bekommt ihr die Fachliteratur, die ihr für euer Studium benötigt. Neben den Büchern, die wir hier direkt im Lesesaal haben, haben wir auch eine große Anzahl an elektronischen Büchern, die ihr über unseren Bibliothekskatalog aufrufen könnt. Daneben haben wir auch Gesellschaftsspiele, also kommt gerne einfach mal vorbei und schaut an, was wir hier im Angebot bei uns haben. Die Bibliothek ist auch Lernort. Ihr könnt gerne hierher kommen und hier die Einzelarbeitsplätze im Lesesaal nutzen. Daneben haben wir auch Gruppenräume, die ihr für eure Gruppenarbeiten reservieren könnt. Und wenn ihr noch mehr über die Bibliothek wissen wollt, dann bieten wir jedes Semester verschiedene Schulungen zu verschiedenen Themen an. Das wird auf jeden Fall über MyCampus bekannt gegeben. Euer Studieausweis ist übrigens auch eure Bibliothekskarte und wird an den Ausleihterminals benötigt. Bei Fragen kommt gern an die Ausleihtheke in der Zentral- oder Teilbibliothek oder schickt eine E-Mail. IT-Service. Ebenfalls im ITMZ findet ihr den IT-Service. Wir helfen euch zum Beispiel bei Problemen mit dem WLAN, dem Drucken oder dem Hochschulaccount, aber auch wenn der Laptop mal wieder spinnt. Mit deinem eigenen Laptop kannst du übrigens an jedem Campus ins Hochschul-WLAN. Am Campus Friedrich Streib, am Campus Design und am Lukas-Cranach-Campus kannst du auch hochschuleigene Rechner nutzen. Auch drucken kannst du dort. Dokumente können übers Hochschulnetz von deinem Laptop oder einem Hochschulrechner an einen der Drucker geschickt werden, der sie ausdruckt, wenn du deinen Studieausweis vorhältst. Natürlich musst du dazu vorher Geld auf dein virtuelles Druckerkonto geladen haben. Mensa und Cafeteria. Wenn dich mal nicht nur der Wissenshunger quält, dann bist du in der Mensa richtig. Zur Mittagszeit gibt's hier verschiedene warme Gerichte zu studiefreundlichen Preisen. Die zentrale Mensa steht auf dem Campus Friedrich Streib. Aber auch am Campus Design und am Lukas-Cranach-Campus gibt es jeweils eine kleine Mensa. Wenn es nur was Kleines sein soll, bieten sich Cafeteria oder Kaffeebar am Campus Friedrich Streib an. Zusätzlich gibt es Kaffee- und Snackautomaten. Bezahlt wird überall bargeldlos mit dem Studieausweis. Den kannst du entweder an einem Automaten mit barem aufladen oder eine automatische Aufladung über dein Bankkonto einrichten. MyCampus und Online-Dienste. Alle Infos, Ansprechpersonen, Öffnungszeiten, Neuigkeiten und vieles mehr rund um Studium, Hochschule und Campus findest du übrigens in unserem Studieportal MyCampus.
Hier loggst du dich mit deiner Hochschulkennung ein und kannst von dort auch auf die weiteren Online-Dienste der Hochschule zugreifen. In Primus findest du deinen Stundenplan, deine Immatrikulationsbescheinigung, deine BAföG-Bescheinigung und dein Notenblatt. Außerdem meldest du dich hier für Prüfungen, Zusatz- und Sportkurse an. In Moodle gibt es die Lehrmaterialien und Kursunterlagen zu deinen Lehrveranstaltungen. Zu Semesterbeginn erfährst du von den Dozierenden die Zugangsschlüssel, mit denen du dich in die virtuellen Kursräume einschreibst. Außerdem hast du eine studentische E-Mail-Adresse. Schau regelmäßig ins Postfach, damit du nichts Wichtiges verpasst.